Hare Krishna, ihr Lieben. Mein Name ist Robert und ich möchte euch aus einem Buch vorlesen. Dieses Buch heißt Mahabharata, das weltgrößte Epos in Kurzfassung. Geschrieben hat dieses Buch Krishna Dharma. Erschienen ist dieses Buch im Bhaktivedanta Book Trust. Zuerst möchte ich euch die Widmung vorlesen, denn sie soll auch meine Widmung sein. Für His Divine Grace, Abhicharanaravinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada, der die beständige Quelle meiner spirituellen Inspiration und einer der bedeutendsten Vertreter der göttlichen Lehren des Mahabharata ist. Heute lesen wir nur das Vorwort zur englischen Ausgabe. Das Mahabharata ist ursprünglich ein Mammutwerk, in einem Umfang von rund 100.000 Sanskrit-Versen. In Indien genießt es den Status einer heiligen Schrift und bildet dort seit Jahrtausenden die Grundlage des religiösen und philosophischen Denkens. Zu lange schon ist dieses tiefgründige Werk der westlichen Leserschaft unzugänglich gewesen, zumindest in einer lesefreundlichen, englischen Fassung. Der Grund dafür ist der eposartige, verschnörkelte Sprachstil des ohnehin nicht leichten Sanskrits, der sich für eine direkte Übersetzung nicht gut eignet. Krishna Dharma hat uns allen daher einen wertvollen Dienst erwiesen, indem er den Klassiker in einer fesselnden, romanartigen Geschichte zusammenfasste, wobei er die Authentizität des Originals bewahrte. Im Mahabharata kommen alle nur erdenklichen Themen zur Sprache, von Liebesaffären, Intrigen über Politik und Astrologie bis hin zur Kampfkunst. In der Hauptgeschichte geht es um einen hitzigen Konflikt zwischen den Pandava-Brüdern, die von göttlicher Abstammung sind, und ihren Vettern, den Kauravas. Götter und Weise, Könige und Helden werden allesamt in den Zwist hineingezogen, der in einem gewaltigen Krieg gipfelt, bei dem Millionen von Menschen ihr Leben lassen. Am Ende zeigt sich, dass alles Teil von Krishnas kosmischem Plan war. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass Krishna, der ebenfalls eine zentrale Rolle in der Erzählung spielt, den ganzen Text hindurch als das höchste Wesen beschrieben wird. Im Gegensatz zu vielen anderen Übersetzern versucht Krishna Dharma, diesen wichtigen Punkt nicht zu verschleiern. Lehnen Sie sich also zurück und betreten Sie die Welt des Mahabharata, eine Welt, die in vielerlei Hinsicht unserer eigenen nicht unähnlich ist, da es in ihr ebenfalls um universelle Wahrheiten und Gefühle geht. Der Text gleicht einem Spiegel, in dem wir unsere eigenen menschlichen Schwächen und höheren Bestrebungen wiedererkennen können. Er beleuchtet unsere dunklere Seite und führt uns ans Licht des Gottesbewusstseins. Er behandelt Selbstsucht, Täuschung, Unehre und Atheismus. Doch er zeigt auch den Weg zu Selbstlosigkeit, Wahrhaftigkeit, Ehre und theistischer Seligkeit. Obgleich wir im Hinblick auf Kultur und Zeit von den Figuren des Mahabharata getrennt sind, ist das, was wir von ihnen lernen, heute ebenso bedeutsam wie vor 5000 Jahren in Indien. In der Tat ist das Mahabharata aufgrund seiner universellen Gültigkeit eine der ältesten lebendigen Überlieferungen der Welt, und zwar eine, die sich an Generation für Generation immer wieder neu interpretieren ließ und die im Laufe der Weltgeschichte im Herzen der Völker immer wieder zu neuem Leben aufkeimte. Hunderte von Millionen zeitgenössischer Hindus bezeugten dies unlängst, als die Folgen der Fernsehserie Mahabharata das Land jedes Mal praktisch zum Stillstand brachten. Die Ausstrahlung dieser Sendereihe von BBC in England erreichte eine Einschaltquote von immerhin 2 Millionen. Auch der Erfolg von Peter Brooks modernen Bühnen- und Filmbearbeitungen des Mahabharata Anfang der 90er Jahre zeigt, dass das Epos auch noch Jahrtausende nach seinem Entstehen die Menschen anspricht. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang außerdem Stephen Pressfields Roman The Legend of Beggar Vance von 1995, in dem die Kerngeschichte des Mahabharata
auf einen Golfplatz verlegt wurde. Zumindest der Abschnitt, der die Bhagavad Gita zum Thema hat. Das Buch war so beliebt, dass es auch als Kinofilm herauskam. Krishna Dharmas Werk ist ein wichtiger Beitrag zu dieser Liste der Mahabharat-Fassungen in unserer Zeit. Sein Buch gestattet uns einen Blick in unser Herz, mit dem wir feststellen können, ob das Mahabharat nicht auch eine Rolle im Drama unseres eigenen Lebens spielt. Stephen J. Rosen, Autor von Gita on the Green, Chefredakteur von The Journal of Vaishnava Studies. Ich danke euch fürs Zuhören. Wir sehen uns beim nächsten Mal.